Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Warframe. Und auch wieder dabei ist... Ja, hi, Ule. Ja, Crashface. Und mit, glaube ich, bald. Ja, genau. Und es ist ein tolles neues Update rausgekommen, was einerseits toll ist und andererseits nicht. Wir wollen aber jetzt erstmal ins Arsenal gehen, die neue Waffe bewundern, die ich gekauft habe, die Snipertron. Oh Gott, wenn ich mit der gleich spielen muss. Uiuiui. Kann ich auch gleich was dazu sagen und so weiter, bla bla. Okay, am Anfang habe ich mich erstmal geschockt, warum sind hier meine ganzen Mods weg? Ja gut, die können ja jetzt wohl in diesen tollen Mods-Ordner reingeschoben sein. Mehr oder weniger, alle Mods, die ich gesammelt habe, sind einmal weg und dafür habe ich jetzt irgendwie Fusion Core. Ich weiß noch nicht ganz, was das jetzt sein soll, werde ich aber noch herausfinden. Des Weiteren habe ich schon mal zwei Mods gesammelt, was auch übrigens jetzt cool ist im Mini-Fenster. Da kann man jetzt so ein bisschen animationmäßig etwas sehen. Egal. So. Also, es gibt jetzt hier keinen Forschungsbaum mehr, damit man etwas freischalten muss und so weiter. Sondern, jetzt kommt die kompliziertere Art und Weise, man muss sich Mods sammeln. So, und dann gibt es hier noch dieses Waffenlevel. Man sieht jetzt nebenbei der Snipertron 7. Die 7 sagt eigentlich nur eins aus. Du kannst jetzt eben halt einen Mod auswählen, der die Stufe 7 oder niedriger hat. In dem Falle ist es jetzt hier dieses Split Chamber. Das hat hier die blaue 5. Das ist also jetzt die Stufe 5. Hätte ich also meine Snipertron auf Level 4, könnte ich das nicht auswählen. Hat man doch verstanden, Crashface, oder? Ja. Ja, genau. Dann, das ist eigentlich mit allen Waffen so. So. Also hier nochmal als Beispiel, ich habe jetzt hier zwei kompatible Mods. Die restlichen Mods, naja, kann ich nicht verwenden, ich kann sie verkaufen, warum auch immer. Habe ich ein bisschen Geld. So, also die Lato ist jetzt auf Stufe 6. Ich kann jetzt das hier auswählen und das hier auswählen. So, aber wenn ich jetzt die neue Waffe auswähle, die man gratis bekommt, Lato Vandal, die ist auf Stufe 0 und jetzt kann ich die Sachen hier nicht auswählen, weil ich diese bestimmte Stufe nicht habe. Okay, so viel dazu. Genauso ist es mit dem Scanner, habe ich auch schon und so weiter. Bin jetzt Level 14, hihihi. So, dann ist etwas Neues und Tolles dazugekommen. Und zwar, man kann jetzt die Farbe an... Ich hätte nicht draufklicken sollen, eieiei. Man kann jetzt die Farbe nämlich auswählen. Ich habe beim Scanner jetzt eine Hälfte schwarz gemacht. Die andere Hälfte kann man leider nicht auswählen. Und dann gibt es eben halt noch einen klitzekleinen Bug, weil man jetzt aus diesem Fenster nicht mehr rauskommt. Deswegen muss ich auf Marktplatz klicken, um rauszukommen. Supi. So, beim Marktplatz hat sich eben halt nur ein neuer Warframe hinzugefügt. Das ist der Sarün, ne, war das, gell? Ja, ich muss dich korrigieren, es sind mehrere Warframes hinzugekommen. Okay, man merkt schon, das ist schön hier, wie die aussieht und so weiter. Ist ein tödlicher Warframe zugleich auch schön. Das steht wirklich so in der Beschreibung, das ist super. Frost war eigentlich auch schon... Ah, hier, Bungie mit einem Bogen, kommen wir auch gleich zu. Dann Nyx, Rhino, das ist ja eigentlich... Die waren schon alle da. Also gibt's nur Bungie und der neue Sarün. Genau. Ja. Gut, jetzt bin ich zurückgegangen, egal. Beim Marktplatz kann man sich eben halt jetzt neue Waffen kaufen, wie zum Beispiel... Viper war das? Ja, Viper... Und hier, oh, der super tolle Bogen, der super tolle Bogen. Der hat unbegrenzt Munition und es macht fast gar keinen Schaden, nur 45 Schaden. Ist super, super, super toll. Und genau den habe ich mir eine Blaupause gekauft. Hier sieht man schon Paris, der super Bogen. Dafür braucht man Schaltkreise und Nanosporen. Und hier unten sieht man ja nochmal das Schnabelschwert. Ja, habe ich auch noch nicht zusammengestellt. Ist ja alles schön und gut. Ja, zu den Waffen gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen, außer dass ich die Snipertron für 50.000 gekauft habe. Einerseits gut, andererseits nicht. Wir kommen gleich zu den positiven Argumenten und negativen. Es sind dann eben halt ein paar Waffen hinzugekommen, auch Nahkampfwaffen und so weiter. Ausrüstung, da kann man jetzt zum Beispiel einen Wächter kaufen. Entweder den Wächter oder den anderen Wächter. Den Shade oder den Würm. Würm, lol, was ein lustiger Name. Was die Wächter machen, keine einzige Ahnung. Das werde ich auch irgendwann herausfinden, wenn ich mal vielleicht einen gekauft habe oder so. Oder es durchgelesen habe. Und ja, hier kann man sich dann also auch mehr kaufen und so weiter. Also gibt es jetzt viele, viele, viele wunderschöne Dinge, die man sich jetzt kaufen kann. Auch neue Farben, das ist alles super toll. Und ich komme hier immer noch nicht raus. Das ist ja... Achso, hier. Nicht Kontakte, Marktplatz, Arsenal. Jetzt bin ich draußen.
Okay. Tut Hier mir ist leid, ein. dich unterbrechen zu müssen, aber ich penne hier gleich ein. Können wir endlich loslegen? Ein Augenblick noch. Wächter, kann man ehemals einen Wächter auswählen und so weiter, bla bla bla. Okay, und das müsste es jetzt gewesen sein von dem neuen Update her. Eine klitzekleine Sache hat sich noch geändert, und zwar, dass Elion keine Spionagemission mehr ist, sondern Rettungsmission. Und damit werden ich und der Crashface jetzt anfangen, nachdem er mich eingeladen hat. Aber ich habe dich eingeladen. Dann lad mich nochmal ein. Da kommt da erscheint es. Möchtest du wirklich beitreten? Ja, please wait. Und ich bin jetzt bei. Wieso hast du Merkur ausgewählt? Hä? Was? 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 Oh, das war bei mir. Ach, vergiss es, vergiss es, vergiss es. Das war mein Fehler. Ich hatte mal bei Venus etwas geguckt. Kein Wunder, dass es ausgewählt wurde. Leute, gibt's. Okay. Und mal gucken, ob das jetzt wieder abfuckt oder ob wir es diesmal schaffen, ohne dass wir getrennt werden. Das ist die Frage der Frage. Ich denke, Warframe fuckt mich gerade ab. Wieso? Naja, der Ladebildschirm bewegt normalerweise. Oh, warte. Ich bin diesmal als erster fertig. Ah, fick mich doch. Okay, und wir sind auf einem super neuen Raumschiff. Und wir kommen jetzt mit einer super Animation herunter. Wie sieht denn jetzt bitte schön. Was? Du hast dich wirklich Ash gekauft, oder? Nein, das war nicht. Oh, Verbindungsfehler. Mayday, Mayday. Mark, bitte kommen. Aboard this vessel is a prisoner that is Was vital to denn? our operations. Search the ship for the hole for Nein, fusion. du hörst mich, oder? Ja, jetzt höre ich dich, aber du bist ein Keep bisschen moving. abgehackt. None of the ship's scanners have detected you. Nicht denn dafür? Dann Was hast du mich hast du gerade geschlagen. jetzt für ein Warframe? Volt. Volt. Oh, Volt. Ach scheiße, jetzt habe ich das verpeilt, die Schussel. Egal, zeige ich gleich nochmal. So. Gleich rein. Alter, ich treffe gar nicht. Nee, 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 verpiss dich. Okay, wir haben einen riesigen Verbindungsfehler. Das ist ja mal super. Ey, dieses. Das mit dem Visieren in der Ecke, das Bug nicht gefixt haben, das ist scheiße. Alter, das leckt aus Mieseste. Was hast du gemacht? Ich! Wieso ich? Sind die Gegner neu? Die haben ja stimmt. Nein, die Gegner sind noch alt. Sag mal. Hä? Bei mir leckt es aus Brutalste. Was hast du gemacht? Ich gar nichts. Diesmal bin ich's nicht. Musst du aber sein. Wieso ich? Weil du derjenige bist mit der lahmen Internetverbindung. Bin ein Schläger, mein Freund. Aber ernsthaft jetzt, das bin nicht ich. Klar bist du das. Doch, Alter, leck mich doch. Okay, vielleicht fängt es sich ja noch irgendwann. Jetzt habe ich schon wieder vergeigt. Ich schussel, Mann. Beim nächsten Spind bitte mir Bescheid sagen, okay? Was? Wieso denn? Weil da jetzt eine Hilfe steht, dass man X öffnen kann. Du meinst, ich weiß, was du meinst. Du meinst so wie Hacken. Nein, nicht das, sondern. Oh, das gibt's doch nicht. Ja, helf mir nicht. Ja, lass mich hier hinten verrecken. Ich helfe dir schon, aber auf der anderen Seite. Ich wollte ja die Probleme ansprechen, die es ja hier mit dieser Sniper-Tun auf sich hat. Und zwar zu einem hat die nur vier Schuss, vier labbrige Schuss. Und man merkt schon, die dauert übelst lange zum Nachladen. Aber dafür muss man Headshots machen, damit man One-Shot-Kill macht. Wie zum Beispiel bei dem, der hat es jetzt nicht geschafft. Und ich muss immer noch nachhelfen. Also die Sniper-Tron ist bisher noch nicht wirklich zu empfehlen. Weil ich meine, auch jetzt wirklich kein besonderes Zielvisier und so weiter. Und ich muss dem Super Crashface helfen. Wolski. Au. Also, wer einen Sniper mag, aber eben halt nicht stundenlang warten will, bis es nachgeladen ist, würde ich es nicht empfehlen. Aber wenn einer einen Sniper mag, dann kann man sie empfehlen. Man muss eben halt nur gut zielen können. So, und hier Spind öffnen können wir jetzt mit X. Ja. Yeah.
X, 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 ich drücke X. Es laggt aufs Übelste. Was hast du mit deiner Internetverbindung gemacht? Ich? Ja, du. Gar nichts. Hacken. Und ich habe auch noch ein paar neue Moves rausgefunden. Zum Beispiel, wenn man während dem Rennen C drückt und dann die Nahkampf-Taste drückt, ja, dann macht er einen coolen Move. Des Weiteren, wenn du X drückst, dann C drückst und springst, dann macht er einen super hohen Sprung. Und wieso? Crashface? Crashface? Was denn? Wie stark ist deine Internetverbindung? Ganz in Ordnung, stabil, wieso? Du bist ja aber auch sicher, dass es stabil ist. Bin mir sicher. Weil nämlich Und ums Nacht? ich sehe das nämlich nicht so. Und ums nachzugucken, sicher aus dem fucking Spiel rausgehen. Ja. Du weißt, dass meine Internetverbindung manchmal droppt. So, und wir sind auch schon beim Ziel angekommen, und zwar Oh, müssen wir. Zelle gehackt. Stirb endlich, Gott. Und zwar sind wir jetzt hier in diesem Zellenraum, wo man hier, wenn es grün erscheint, ein Sicherheitssystem hacken muss. Die sind eigentlich nicht so anspruchsvoll. So, und dann wird's geöffnet. Und ich hab Oh, den bei mir Gefangenen. war er Ich hab nicht. die Geisel. Boah, ich habe zwei Türen gehackt. Ich muss er bei dir auftauchen. Fuck. Das ist doch immer so. Kann ich immer noch keine Granaten werfen? Wenn du Granaten hast, dann kannst du bestimmt Granaten werfen. Jetzt. Die Geisel stellt sich. Ich fass das nicht. Nein, 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 verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich. Ja, ist mir doch! Oh mein Gott! Er schickt mich nicht, aber er ist auf meinem Arsch dran. Oh Gott. Oh Gott, ein super schwuler Schild-Typi. Ja, Mann, was der mir hinterher rennt, Alter. Er hat Probleme. Das sah so aus, Ey, du als ob backst er mit bei mir. dir. Es sieht bei mir so aus, als hättest du gar keine Waffe in der Hand. Echt? Bei mir sah das eben gerade so aus, als ob meine Waffe das Gabe hält. Das ist wegen deiner Internetverbindung, wegen deiner Lappen-Internetverbindung. Junge, ich geb dir gleich mal wegen meiner Internetverbindung, Alter. Du kannst es mir nicht geben, weil du sowieso gerade laggst. Oh Gott. Also nächste Folge ist das aufgehoben. Ja, schwör ich sogar. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Das nächste Mal bin ich Horst. Ja, sag ich doch. Wow, was fliegt denn da durch die Gegend? Das ist mir neu. Das ist So, mal gucken, was haben wir denn hier drinnen? Nicht sein. Geh auf, du doofe Tür. La 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 la, warten, 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 yeah, legen, 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 legen. Geschossen? Ach so, scheiße, mein Scanner ist ja gar nicht mehr so stark. Genau, stell ich doch. Ach so, halt, das bist du gar nicht. Gib mir mal Rückendeckung, ich check mal wieder das Sicherheitssystem. Da liegt, da steht. Ah, ich rette dich! Apropos, was kann nochmal Volt für Fähigkeiten? Ich weiß nicht, ich glaube irgendwas mit Elektrizität. Das sagt ja schon der Name aus. Volt. Das ist ja nicht so, dass es nicht für Elektrizität steht. Ja, schon, aber ich hab nicht nachgeguckt. Ja, finde ich gut. Hey, sein Fuß steckt in der Tür, lol. Du hast dich gesehen.